Heute gibt's mal ein Basic-Tutorial zum Einsatz von Smartphone-Gimbals. Also alles drumherum. Wie stellt man sie grundsätzlich mal ein? Was für Gimbal-Modes gibt's? Was für typische Gimbal-Moves gibt's? Und auch ein paar Tipps rund ums Filmen mit dem Smartphone-Gimbal, damit's effizient wird. Servus draußen an Geräten, Wolfgang Kreuzig hier mit einem neuen Video. Ich bin gerade auf einer Industriekonferenz in San Diego. Das ist Teil meines Business als Fachjournalist im Maschinen- und Anlagenbau. Und im Rahmen dieses Jobs habe ich regelmäßig mit Smartphone und Gimbal zu tun, als eines meiner Hauptwerkzeuge, wenn man so will. Und ja, heute schauen wir uns doch mal an, wie man das am besten und effizientest nutzt, um wirklich sinnvolles Material mit nach Hause zu bringen. Der erste Tipp, den ich hier habe, der hat nicht mal direkt was mit dem Gimbal zu tun, aber mehr mit dem Licht, mit dem Smartphone-Filmen ganz allgemein. Und das ist ein Tipp, den können Sie sich merken, auch wenn Sie ohne Gimbal filmen. Damit lässt sich die Qualität eines Smartphone-Videos gleich massiv erhöhen. Und zwar, indem man Weißabgleich, Belichtung und Fokus fixiert. Das geht bei allen Standard-Apps fast gleich. Man nimmt das Smartphone, tippt auf die Stelle, die man fokussiert haben möchte, einfach mal drauf. Und dann hält man mit dem Finger lange drauf, bis, je nachdem, was für eine App das ist, ein kleines Schloss dran erscheint. Oben beim iPhone kommt eben AEAF-Sperre, das eingeblendet wird. Und jetzt ist die Belichtung auf diesen Punkt fixiert. Und wenn man jetzt das Smartphone bewegt, im Gimbal macht man das ja sehr gerne, und dreht es in eine etwas hellere Richtung oder eine etwas dunklere Richtung, dann verändert sich das Bild nicht und es fängt nicht an zu pumpen. Die Belichtung bleibt gleichmäßig. Das sieht 100-mal professioneller aus, nicht so amateurhaft, und das ist wirklich was, was die Qualität eines Smartphone-Videos massiv erhöht. Und beim Smartphone-Gimbal ist es insbesondere wichtig, weil da bewegt man sich ja immerhin oft. Ganz schön Action hier im Wasser. Oh, hat die Küstenwache irgendein Boot aufgegriffen? Was man so alles erlebt hier an der Küste. So, jetzt zu den Gimbal-Tipps. Tipp Nummer 1, balancieren Sie Ihren Gimbal gut aus. Das heißt, das Smartphone muss schön zentrisch hinten mit der Klammer befestigt sein. Man kann es ganz gut testen, indem man die erste Achse hier festhält und dann das Telefon anstupst. Und wenn es nicht in irgendeine Richtung von überkippt sozusagen, dann ist sauber balanciert. Das ist ganz wichtig, wenn man länger filmt. Der Gimbal braucht weniger Strom, die Motoren werden weniger belastet und er schafft dann meistens auch ein bisschen gleichmäßige, ruhigere Bewegungen und fängt nichts ruckeln an unter Umständen. Zweiter Tipp, man kann die meisten Gimbals auch kalibrieren. Bei DJI funktioniert die Gimbal-Kalibrierung sehr, sehr einfach. Man drückt unten auf die drei Punkte und dann hat man in der Mitte das Gimbal-Menü und dort ist dann auch Kalibrierung zu finden, und wenn man das antippt, sollte der Gimbal auf einer ebenen Oberfläche stehen, auf dem Stativ. Man lässt ihn dann in Ruhe, berührt ihn einfach nicht und er fängt an, irgendwelche fancy Movements zu machen. Und dabei sucht er sich quasi seine Grenzen, wo sein Bewegungsradius endet, und seine Sensoren, seine internen, checken sich mal so ein bisschen. Und wenn das Ganze dann fertig ist, dauert nicht ewig, dann ist der Gimbal kalibriert und dann sollte auch der Horizont tatsächlich level sein, also tatsächlich gerade sein. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kann man an der gleichen Stelle etwas weiter drunter auch eine manuelle Anpassung vornehmen. Da weist er einen dann nochmal darauf hin, dass man vielleicht nicht den Gimbal schief eingespannt hat. Das kann man dann nochmal prüfen. Und falls das nicht ist, kann man dann tatsächlich schrittweise in Zehntelgradschritten den Horizont nach links oder nach rechts verändern und auf die Weise sich tatsächlich den Horizont gerade setzen, falls es einem nicht passen sollte. Der nächste wichtige Punkt ist das Thema Bewegung. Grundsätzlich gilt beim Filmen, ja, man sollte Kameras möglichst gleichmäßig und nicht hektisch bewegen. Genau deswegen hat man ja übrigens auch einen Gimbal, weil der viele Bewegungen ausgleicht und gleichmäßiger macht. Gimbals können zwar viele Bewegungen ausgleichen, aber nicht alle. Also solche Schwenks gehen problemlos. Rauf und runter gleicht sich da gar nichts aus. Und das ist leider das, was ein Mensch beim Gehen tut. Er hoppelt rauf und runter. Deswegen, wenn man mit dem Gimbal Bewegungen aufnehmen möchte, sollte man versuchen, möglichst gleichmäßig zu gehen. Ich zeige Ihnen das am besten mal da hinten. Es ist der sogenannte Ninja oder Entenwalk, den man machen sollte. Schaut komisch aus, funktioniert aber. Wenn man normal geht, sieht man, dass tatsächlich das Bild rauf und runter hüpft. Wenn man aber in diesen lustigen Entengang geht und den Gimbal mit beiden Händen vor dem Körper festhält, dann kriegt man ein deutlich gleichmäßigeres Bild hin.
So, jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Gimbal-Modi an, die es gibt. So ein Gimbal hat nämlich verschiedene Arten, was er stabilisiert und was nicht. Der Standardmodus hier bei den DJI-Gimbals ist der Follow-Mode. Also folgt mit Schwenken, heißt das Ganze dann auf Deutsch. Und bei diesem Modus, ja, folgt er eigentlich allen Bewegungen. Was er auf jeden Fall gerade hält, ist der Horizont. Also egal, wie ich hier unten schwenke, bleibt der Horizont gerade. Aber wenn ich nach oben gehe, schwenkt die Kamera nach oben. Wenn ich nach unten gehe, schwenkt die Kamera nach unten. Wenn ich nach rechts gehe, geht sie nach rechts. Wenn ich nach links gehe, geht sie nach links. Ganz einfach, aber natürlich gleichmäßig langsam und smooth das Ganze. Der zweite Modus, den wir da noch haben, das ist der Tilt-Lock-Modus. Im Deutschen heißt er Neigeachse gesperrt. Bei diesem ist zusätzlich zu den vorherigen Achsen, also zur Horizontachse, die gesperrt war, auch noch die Neigeachse nach oben und unten gesperrt. Das heißt, er bewegt sich jetzt nach links und nach rechts mit mir mit, aber er geht nicht mehr nach oben oder nach unten. Das heißt, ich kann hier unten relativ herumeiern und er bleibt tatsächlich immer gerade. Nur wenn ich wirklich rechts oder links mich bewege, geht er mit. Wozu ist es gut? Na, ich nutze es immer ganz gerne bei Interviews. Dort schaue ich meinem Gesprächspartner üblicherweise in die Augen, um mich auf ihn zu konzentrieren und nicht so sehr auf die Kamera. Und nachdem sich beim Gesprächspartner die Höhe in der Regel nicht ändert, also ich nicht nach oben, nach unten schwenken muss, ist da dieser Tilt-Lock-Modus sehr hilfreich. Da ist es dann egal, ob ich seitlich mal schwenke oder ob ich wirklich vor oder hinter mit dem Arm gehe. Das Bild bleibt immer gerade. Nur wenn der Interviewpartner sich quasi seitwärts mal bewegt, kann ich ein bisschen seitlich hin und her schwenken und ihm auf die Weise folgen, aber ich bleibe auf Kopfhöhe und kann nicht aus Versehen nach oben wegdriften. Dafür finde ich den Modus sehr praktisch. Der nächste Modus, den es da noch gibt, ist ein ganz, aus meiner Sicht, beruflicher Sicht, ganz ulkiger Modus, FPV, also First Person View. Da ist auch der Horizont nicht mehr gesperrt. Das heißt, wenn ich jetzt neige, geht die Kamera mit. Und wozu ist das Ganze gut? Naja, ich kann damit quasi Flüge über irgendwelche Landschaften simulieren wie ein Flugzeug, indem ich dann wirklich mal nach links und nach rechts bewege und drüber fliege. Das Ganze ist beim DJI OM 5 auch hier mit einem Vierfachklick an der Seite, 1, 2, 3, 4, einstellbar oder über das Menü. Und für meine Zwecke, wie gesagt, nicht übermäßig brauchbar. Aber ich glaube, wenn man Actionfilme macht, ist es vielleicht ein ganz nützlicher Modus. Zu guter Letzt gibt es noch einen Modus bei den DJI Gimbals, den man hier vorne über diese Trigger-Taste aktivieren kann. Das ist der komplette Lock-Modus. Wenn man den hier vorne aktiviert, indem man hier drauf drückt, dann bewegt sich der Gimbal in keine Richtung mehr. Ich kriege ihn auch nicht mehr seitlich zum Schwenken. Also ich kann ihn nicht mehr in irgendeine Richtung bewegen. Wozu ist das Ganze gut? Wenn ich auf irgendwas zulaufen möchte und wirklich kontinuierlich mich auf dieses Ziel zubewegen möchte, dann kann ich diesen Hebel drücken und gehe ganz, ganz gerade nach vorne und weiche in keine Richtung ab. Ähnlich ist es, wenn ich so einen seitlichen Reveal-Shot mache, das heißt hinter irgendeiner Mauer vorkommen möchte. Da kann es gut sein, dass ich in dem Handgelenk eine leichte Bewegung mache und den Gimbal zum Drehen bringe. Das möchte ich aber nicht, weil ich ja seitlich gerade rausfahren möchte. Und das kann ich mit diesem kompletten Lock-Modus vorne einmal draufdrücken. Und wenn ich jetzt seitwärts den Gimbal bewege, bleibt er wie ein Brett gerade und ich kann wirklich ganz glatt seitwärts fahren und Reveal-Shots machen. Zu guter Letzt und der Vollständigkeit halber, es gibt noch einen Sportmodus, den kann ich im Menü einstellen oder indem ich kurz drücke und danach lang und dann festhalte. Und ab da bewegt sich der Gimbal sehr, sehr schnell und hektisch. Das ist nützlich, wenn ich tatsächlich mal bei einer Sportveranstaltung schnellen Bewegungen folgen möchte und mir das smoothe Hinterhergleiten dann nicht ausreicht, weil der Ball einfach zu schnell weg ist. Ach, und falls da bis jetzt schon ein spannender Tipp für Sie dabei war, freue ich mich über ein kurzes Like. Das hilft dem Kanal und mich freut's. Der letzte spannende Modus ist dann noch der Spin-Shot, den die DJI Gimbals können. Da dreht sich dann das Telefon um die Achse, wenn ich es mit dem Joystick hier bediene. Das wird schnell mal ein bisschen zu viel benutzt und wird dann anstrengend, aber als Effekt ist es manchmal, glaube ich, ganz witzig. Schauen wir uns das mal an. Ein Klassiker, der sich mit Gimbals sehr gut machen lässt, ist der Reveal-Shot, wo man etwas Sehenswertes quasi plötzlich zeigt, erscheinen lässt, indem man hinter einem Hindernis hervorkommt. Am besten funktioniert das, indem man wieder vorher Fokus und Belichtung festlegt und setzt und man dann von unten kommt und das Sehenswerte erscheinen lässt. Ähnlich gut funktioniert im Übrigen das seitliche Erscheinen, der seitliche Reveal-Shot. Das gleiche wie von unten, nur eben von der Seite. Was dabei wichtig ist, ist, dass man in einen Tilt-Lock oder kompletten Lock-Mode geht. Das Ganze sieht dann
etwa so aus. Bei so einem typischen Reveal-Shot sieht man im Übrigen ganz gut, was es bringt, den Fokuspunkt festzulegen. In dem einen Fall versucht der Autofokus selber scharf zu stellen und stellt am Anfang die Rinde scharf und dann den Haupteingang. In dem anderen Fall bleibt die Rinde unscharf und der Haupteingang als Hauptfokuspunkt ist von vornherein scharf. Da gibt es kein besser oder schlechter, das ist eine kreative Entscheidung, was man da haben möchte. Und von daher sollte man einfach nur wissen, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Ein weiterer hübscher Shot ist der Fly-Through, bei dem man durch irgendein Hindernis durchfliegt oder drüber hinwegfliegt. Wichtig auch hier wieder, dass der Untergrund nahe dran ist, um die Bewegung deutlicher zu machen. Das heißt, man fliegt hier an den Baum heran und durch. Harz. Riecht aber gut. Genereller Tipp vielleicht, wenn Sie in irgendeiner Location sind, nehmen Sie immer eine große Totale, ein Übersichtsbild, eine mittlere und eine Detailaufnahme. Dann kann man hin und her schneiden. Das ist etwas, was sehr, sehr nützlich ist und was man immer wieder gebrauchen kann. So, das war es auch schon mit meinen heutigen Gimbal-Tipps. Ich hoffe, so was Nützliches für Sie dabei. Wenn ja, freue ich mich über ein Like und schauen Sie gerne mal wieder auf meinem Kanal vorbei. Ach ja, und irgendwo hier verlinke ich auch noch weitere Videos. Vielleicht ist ja auch da noch was Spannendes für Sie dabei. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.